Willkommen zu einem Video, kurzen Video. Es hat mich ein Student vorher im Life Science Unterricht gefragt, wie man dann eigentlich allgemein so Formeln umstellen muss, wenn man etwas berechnen soll in der Physik. Und ich war da im Moment ein bisschen hilflos, was man da sagen soll, weil das geht ja sehr stark auch in die Mathematik, in die Algebra rein. Aber ich denke, ein paar Hinweise zur Hilfe kann ich Ihnen trotzdem geben. Es ist ja so, dass die Zusammenhänge in der Physik normalerweise mathematisch mit so einer Gleichung beschrieben werden. Wenn wir beispielsweise hier diese Gleichung anschauen, das ist eine Gleichung aus der Optik, in der Schreibweise der Physiker, da haben wir 1 durch die Brennweite, 1 durch die Gegenstandsweite, 1 durch die Bildweite. Und jetzt wird ja dieser Zusammenhang wird im Experiment ja auch erzeugt und verifiziert, und oft ist dann auch von diesen Dingen eine oder mehrere Sachen nicht bekannt, und man sucht dann nachher diese unbekannte Größe eben. Also beispielsweise in der Aufgabenstellung steht dann irgendwie, man hat eine Linse mit einer bestimmten Brennweite, einer bestimmten Gegenstandsweite und sucht die Bildweite. Jetzt ist dieses Problem dieser Umstellung der Formel eigentlich zweigeteilt. Zum einen muss man mal wissen, was ist damit gemeint mit diesen Buchstaben. Und das ist etwas, was man entweder sich mit einem kleinen Glossar separat mal aufschreiben kann, dass F eben die Brennweite ist, dass G eben die Gegenstandsweite ist, oder man muss sich das einfach mit der Routine auch merken. Und idealerweise weiß man dann irgendwann mal, dass eben F die Brennweite ist, das muss man nicht immer nachschauen. Das heißt, man muss sich in einem ersten Teil mal klar werden, was diese Buchstaben bedeuten physikalisch. Und dann muss man sich von der Aufgabenstellung her auch klar sein, eben was ist denn wirklich gegeben und was ist gesucht. Wenn man nur eine Gleichung hat, ist es oft so, dass eine Größe gesucht ist und die anderen Größen gegeben ist, zum Beispiel die Bildweite. Und das machen auch Studenten von mir gelegentlich, und ich finde das eine gute Idee, dass man sich das farbig markiert. Was ist gegeben, was ist gesucht? Wenn man in der Aufgabenstellung was liest von Brennweite, dann kann man schon mal sagen, das ist bekannt. Und dann steht vielleicht noch was von Gegenstandsweite, da kann man auch sagen, das ist auch bekannt. Jetzt haben Sie hier eine mathematische Gleichung, eine Konstruktion, wo dann das Gesuchte hier das B ist. Und der Weg, den man da jetzt gehen muss, hat rein mit Algebra zu tun. Man möchte nämlich das B hier quasi isolieren. Man möchte am Schluss etwas haben, wo steht B gleich. Und das ist halt jetzt die Mathematiktechnik, die Algebra-Technik, die man da Schritt für Schritt anwendet. Ich will das vielleicht in ein, zwei Beispielen nachher zeigen. Aber es geht wirklich darum, dass man jetzt hier mit korrekten Methoden dieses B quasi rausschält, wie man da eine Zwiebel schälen würde, bis man am Schluss nur noch das hier hat. Und dann auf der anderen Seite die Kombination der anderen Größen, die dann dieses B hier liefern. Wenn wir gerade mal dieses Beispiel anschauen. Das B ist jetzt hier versteckt. Erstens mal in einer Summe von zwei Ausdrücken drin und dann steht es noch im Nenner drin. Jetzt muss man sich überlegen, wie kann ich jetzt von außen her dieses B quasi rausschälen. Ich darf nicht direkt da hineingehen und sagen, ich drehe das jetzt einfach um, weil dann mache ich hier gleichzeitig zu viel Veränderungen. Ich muss mich wirklich zuerst mal auf die grobe Struktur begrenzen und dann schauen, wie kann ich die mal in einem ersten Schritt vereinfachen. Und die grobe Struktur lautet jetzt hier zum Beispiel, ich habe hier eine Summe. Das plus das gleich das. Bei solchen Summen kann man ja immer durch Subtraktion Teile der Summe wegnehmen. Und in dem Fall muss ich jetzt auf beiden Seiten dieses 1 durch g mal wegbekommen, weil also hier rechts stört es mich einfach. Und wenn ich es hier wegnehme, muss ich es aber auch da wegnehmen, sonst habe ich die Gleichung verändert. Ich will ja das Gleichgewicht beibehalten. Also wenn ich jetzt hier schreibe, 1 durch f ist gleich, schreibe es nochmals auf, 1 durch g plus 1 durch b. Und ich will dieses 1 durch b alleine haben, dann subtrahiere ich auf beiden Seiten diesen Teil hier, minus 1 durch g. Und erhalte nachher 1 durch f minus 1 durch g auf der linken Seite. Und rechts erhalte ich dann eben 1 durch g minus 1 durch g, das fällt dann weg. Und ich habe nur noch 1 durch b. Sind wir schon mal besser dran, jetzt haben wir das b mal auf einer Seite vom Gleichheitszeichen, aber steht leider noch im Nenner unten. Das heißt, jetzt kommt der nächste Schritt, ich muss probieren, das B hier in den Zähler zu bekommen. Und jetzt kann man sagen, man macht einfach auf beiden Seiten eine Umkehrung. Wenn das eine Gleichung ist, und deshalb besteht 3 gleich 3, dann kann ich ja auch sagen, ich drehe das oben, dann ist auch ein Drittel das gleiche wie ein Drittel. Da habe ich die Gleichung nicht gestört.
Also ich drehe beide Seiten um, muss das aber wirklich mit der ganzen linken Seite machen und mit der ganzen rechten Seite machen. Also links steht dann nachher 1 durch F minus 1 durch G ist gleich 1 durch 1 durch B. Und das ist ja nach dieser Doppelbruchregel einfach das B alleine. Jetzt weiß ich, dass das B, das gesuchte B, ist gerade, kann man so ausrechnen. Und wenn einem jetzt der Doppelbruch stört, dann muss man sich dann auch wieder mit Algebra-Regeln überlegen, wie kann ich jetzt den Doppelbruch umformen, dass nachher nur noch ein Bruch dasteht. Aber weil Sie ja wahrscheinlich sowieso jetzt den Taschenrechner verwenden werden, können Sie auch direkt hier einsetzen. Also 1 durch F minus 1 durch G und das Resultat nachher nochmals 1 durchnehmen. So muss man also sich da ins Zentrum reinkämpfen, in den Ort, der einem interessiert. Das kann jetzt unterschiedlich schwierig sein. Hier zum Beispiel, wenn da das G gesucht wäre, dann können Sie relativ schnell das G da hinüber multiplizieren und die zwei da auf die rechte Seite hieven, dann haben Sie tatsächlich das G isoliert. Wenn Sie jetzt hier zum Beispiel das R1 suchen, wenn das gesucht ist und der Rest ist gegeben, dann müssen Sie jetzt hier Schritt für Schritt das R1 auch wieder rausschälen. Also zuerst mal geht es hier um ein Produkt. Also ich muss im ersten Schritt das N-1 hinunter dividieren auf beiden Seiten, das ist hier weg. Dann habe ich es nachher hier nur noch N-1. Im nächsten Schritt habe ich hier eine Summe von zwei Ausdrücken, das N-1 ist ja weg. Das heißt, ich kann nachher minus 1 durch R2 machen, dann ist das hier rechts weg und da links kommt es dann plötzlich. Und dann muss ich wie vorher das R1 noch im Zähler oben hinschreiben. Also das sind Schritte, die dann wirklich mit Algebra zu tun haben. Ich würde Ihnen empfehlen, wirklich erstens mal eine Skizze zu machen, damit Sie sehen, was sind das überhaupt für Größen, wo gehören die hin. Dann identifizieren Sie die Größen in der Gleichung auch, dass Sie wissen, was ist da genau gemeint und machen Sie vielleicht das Gesuchte farbig und schauen Sie, wie komme ich algebraisch zum Ziel, dass das B alleine dann dasteht. Manchmal sind so Funktionen auch so, Sie suchen einen Winkel Alpha zum Beispiel, Sie haben aber das Alpha nicht einfach da mit Plus und Minus und durch verknüpft, sondern es ist quasi ein Funktionswert einer Funktion, Sinus da jetzt. Und auch da gibt es Methoden, um seinen Sinus rauszuschälen, das Alpha zu allein zu halten, das wäre in dem Fall dann die Umkehrfunktion vom Sinus, das sogenannte Arcosinus. Kommt man auch auf diese inneren Werte der Zwiebel quasi. Oder wenn Sie sowas haben, da haben Sie einen Logarithmus, dann müssen Sie vielleicht das V2 ermitteln, da können Sie auch die Umkehrfunktion des Logarithmus nehmen, das wäre dann die E-Funktion, um das da zu erhalten. Hier ist es umgekehrt, da haben Sie die E-Funktion, Sie suchen vielleicht das Lambda, dann müssen Sie auch die Umkehrfunktion der E-Funktion nehmen, das wäre der Logarithmus und dann das Lambda isolieren auf diese Art. Das sind eigentlich Mathematiktricks, wie man da zum Ziel kommt. Man muss sich die gesuchte Größe zuerst vielleicht irgendwie gesagt markieren und dann sich überlegen, wie muss ich da mich ins Zentrum kämpfen bis zur gesuchten Größe. Was muss ich da links und rechts machen, ohne die Gleichung zu stören, also das Gleichgewicht zu stören. Jetzt fragen Sie einfach weiter, wenn Sie hier noch nicht zufrieden sind. Das wäre also mein erster Vorschlag einer Antwort. Ich hoffe, es hat geholfen.